Und ich habe ja in der Krebsberatungsstelle diese Gruppe Heilsames Schreiben entwickelt, weil ich selber diesen Prozess des heilsamen Schreibens erlebt habe. Ich habe immer nach einem Buch gesucht in meinen Neurodermitis-Zeiten, wo ich über andere höre, wie die Krankheit erleben, wie die damit umgehen, wie Fachpersonal sich dazu äußert. Und dadurch, dass es das nicht gab, habe ich mich dann entschieden, das selber zu schreiben. Das war 1988, 89 kam das raus. Und es ist auch ganz gut gelaufen. Das war im BLV-Verlag. Es gab 3 oder 4 Ausgaben und eine gab es dann noch bei Piper. Und dann haben irgendwann diese beiden Verlage diese Serie gekappt. Und dann wäre es wirklich um eine Neuauflage, ganz neue Überarbeitung gewesen. Und da hatte ich, das war dann nicht mehr mein Thema. Das war der erste Schritt, wo es mir besser ging, als das Buch rauskam. Dann starb 91 mein Vater, dann ging es mir auch nochmal einen Schlag besser. Und dann ging ich aus der Tagklinik heraus, das war glaube ich 93. Und dadurch, dass ich eine depressive Mutter hatte, hatte ich das Gefühl, ich verlasse da nochmal einen Teil meines Elternhauses in der Psychiatrie. Und dann konnte ich zusehen, wie es mir besser ging. Und das Buch wurde unter dem Namen Elisabeth. Elisabeth Vogt, ja. Vogt, veröffentlicht. Und der Titel des Buches? Neurodermitis. Die Sprache der Haut wollte ich als Untertitel. Dann haben sie mir da leider noch eine Frau aufs Auge gedrückt, die Kosmetik gemacht hat für Neurodermitiker und das konnte ich nicht abwehren. Ich habe das zwar einen ganzen Teil auch gestrichen, aber das war ganz furchtbar. Die hatte dann geschrieben, die heißt Schlieper und schrieb dann Schlieper Hautmilch, die Cortison-Alternative. Und es war einfach für mich alles nicht machbar, ja. Das heißt, das Buch wurde unter zwei Namen. Elisabeth Vogt und Gisela Schlieper, ja. Okay. Ist aber dann ausgelaufen. Und dadurch konnte ich natürlich viel weitergeben in diesem heilsamen Schreiben, was ich ja bis heute tue. Und bin eben selber auch zum Schreiben gekommen. Das ist eine kreative Ressource von mir, was mir sehr viel Spaß macht. Also in der Krebsberatungsstelle war mir das immer so ganz wichtig. Eine Krebserkrankung macht viel Druck und viel Druck ohne Ausdruck macht noch mehr Druck. Ja? Und deswegen ist Schreiben ist eine Möglichkeit, wie Tanzen, Singen, ist Schreiben auch eine Möglichkeit, einen Ausdruck zu finden. Aus dem Hirn raus, über den Arm, in den Stift. Das ist ganz wichtig. Ist Dampf ablassen. Bitte? Dampf ablassen. Ja, Druck und Dampf. Und einen Ausdruck zu finden für das, was in mir ist. Ja. Ja, das kann zum literarischen Schreiben werden, aber es geht erstmal darum, diesem Druck, ich habe mal eine Klientin in der Gruppe gehabt, die hatte dann oft auch so Einbrüche, so seelische Einbrüche. Und dann sage ich, schreiben Sie einfach mal zu Hause dann. Und die brachte das nächste Mal mit. Und dann hat sie wirklich hat angefangen, ich sage, fangen Sie an mit dem, was gerade ist. Und dann hat sich diese Stimmung im Schreiben aufgelöst. Das hat sie uns dann vorgelesen. Eine Frau hat eine wunderschöne Geschichte über ihren Vater geschrieben, den sie nur ganz kurz kannte, als der aus dem Krieg kam und der dann starb. Eine wunderbare Geschichte. Die habe ich bei deren Beerdigung dann gelesen. Trauerrednerin wollte ich eigentlich noch werden, aber das hat dann nicht mehr funktioniert. Aber ich habe schon oft Trauerreden gehalten, weil schon viele Freundinnen gestorben sind und auch bei 2 Klientinnen. Und das geht erstmal geht es um diesen Ausdruck, den Ausdruck finden. Und wichtig ist natürlich, dass ich das Ausdrucksmittel für mich finde. Ja? Ist das Tanz, ist das Musik, ist das Chor, ist das, was ist das? Ja? Und das ist viel mehr geworden. Damals gab es das noch ganz wenig. Und heute ist in der Legende von der Volkshochschule gibt es 30 Angebote. Und es tut mir selber auch sehr gut. Ich schreibe gerne so kurze Geschichten, ganz kurze Geschichten, mal Gedichte.